ziemlich viele geheimnisvolles Pulver. Eieiei, das ist natürlich echt blöd. Geheimnisvolles Pulver, wo bekommt man das? Rasende Käbing, alles klar, dann machen wir nochmal rasende Käbing, weil wir ja in der Nähe sind und die laufen hier so frei rum. Obwohl eigentlich eher nicht so, aber naja. Ich hoffe mal, die klauen mir jetzt hier nicht die, den rasenden Käbing. Aber, was soll man sagen, haben sie damit gerade leider gemacht. Die spawnen jetzt auch wieder schön, das ist sehr schön. Ich würde am liebsten eigentlich gerne nochmal in Posurenkammer 2 gehen, bevor ich da was übersehen habe. Oder, ach komm, so ganz ehrlich, ist ja egal. So, wir gehen jetzt erstmal nach Elrino. Elrino, ja. Und wir können natürlich auch die neue Hose tragen, die uns ein bisschen mehr, ja, ein bisschen mehr Verteidigung gibt. Das ist sehr gut. Queenie, oh verdammt. Ich wollte eigentlich einen neuen Buff haben, aber naja, was soll man machen? Naja. So, und haben hier wie. Haben wir hier irgendwie neue Quests, die wir annehmen können? Ja, also wir haben relativ viele Quests, die wir machen können, aber das sind halt so Quests, die man eigentlich ganz ehrlich ignorieren, getrost ignorieren kann. So, Karasian, das wisst man ja, das weiß man ja. Und wir haben 11%. Sehr, sehr gut. Normalerweise müsste ich eigentlich hier gucken nach 45er Equipment. Das machen wir mal. Komm, das machen wir ganz spontan, ganz schnell. So. Also, wie gesagt, 45. Blablabla. Karten, die man auch so finden kann. Also keine Probleme haben. Daumen hebt ab. Icedra. Icedra, 50 Gold. Oh. Blues, 35. Sehr schön, nice. Ja, hier sind die zwei, sich hieß. Ach, Quatsch. Das ist einfach sowas. Guck mal hier mal noch. Ach, 66 Gold. Nein, brauche ich nicht. Normalerweise, das brauche ich nicht, ne? Vielleicht ist das später noch da und vielleicht denke ich dran. Oder kann ich mir das jetzt schon kaufen? Ich könnte mir jetzt das kaufen und das kaufen. Also normalerweise war das ja eigentlich so vorgesehen, dass ich eigentlich das Bestmögliche kaufe. So Equipment-mäßig. Was soll ich sagen? Ja. Hat sich halt, naja. So. Wir haben jetzt hier wieder schön viele Quests. 31. Ja, gut. Aktiv nehmen wir das mal mit. Zuck, 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 zuck. So. Das Schöne wird ja sein. Ist das nicht so, dass es jetzt aktiv... Ja, ne? Das ist, hätte ich jetzt gesagt, dass es so aktiviert wurde. Blitzschlag, Level 25. Ja, nice, cool. Hat der echt hingehauen. Das ist ja sehr, sehr gut. So, wir... Ach, verdammt, wir wollten ja eigentlich sandige Hügel. Weil da haben wir noch einige Quests offen, die wir noch machen können, abgeben können. Ne? Von daher. Ja, also ich habe gerade überlegt oder gedacht, ich würde eigentlich gerne Samstag streamen. Jetzt kommen wir den Samstag, aber das Problem ist, Samstag sind halt Verwandte, die eigentlich in Bayern wohnen, endlich mal nach oben gekommen wieder. Und eigentlich wollten wir ja dieses Jahr die besuchen. Das Problem an der ganzen Sache ist, dass gewisse Situationen das nicht geduldet hatten oder nicht erlaubt haben. Und dementsprechend hat das halt nicht so geklappt, wie wir es uns das vorgestellt hatten. Ne? Also konnten wir leider nicht runter. Naja, egal. Deswegen sind wir oben und das ist schön und da gucken wir mal. Epische Quest. Oh, ho, ho, ho. Da machen wir doch mal die epische Quest. Ich mag die überhaupt nicht. Ich hasse die. Ich mag diese Questreihe überhaupt nicht. Oder Quests, ja, es ist halt einfach mega nervig. Und das Problem wird sein, wir sind eigentlich zu hoch vom Level, glaube ich. Und ich finde das mit diesem System, das neue System finde ich total geil, dass das gleich automatisch aktiviert wird. So vergisst man das halt nicht. Das hatte ich ja schon öfters, 1, 2, 3 mal, 4 mal oder so gehabt, dass ich das halt vergessen hatte, dass ich doch noch irgendwie etwas
ja, annehmen muss oder eher aktualisieren muss. Ja, und das hat mir, glaube ich, schon mal ein bisschen die Nerven geraubt, glaube ich, oder? So, ein, zwei Stück noch. Die brauchen wir auch, glaube ich, auch noch. Ja, ein Brief der Rebellion. Sehr schön. Dann machen wir das auch gleich. Können wir eigentlich gleich mal jetzt hier so, nachdem wir das Sieger der Loyalität angenommen haben, können wir nochmal schnell machen. So. Ein Brief der Rebellion. Sehr schön. Ich glaube, die Quest habe ich sehr, sehr lange nicht. Ja, nie, also sehr, sehr oft und nie abgegeben. Blöderweise. Aber, naja, was soll man machen? Aus Erfahrung lernt man halt, ne? So, wir brauchen das. Ach ja, falls ihr euch fragt hier, oder kann ich mal berichten? Und zwar 65er Ring, alles klar. Ja, ich hatte ja ein 125er Set und 130er Stab gehabt. Alles auf plus 10 bzw. plus 12. Ich habe es auch endlich verkauft bekommen. Und man muss sagen, ich habe es echt für wenig Geld verkauft, weil es war auch echt dumm von mir. Weil ich möchte es einfach, ich wollte es einfach unbedingt loswerden. Und das habe ich dann auch dementsprechend auch hinbekommen. Ich hatte auch gar keine Idee mehr, wie das was ungefähr kosten könnte oder was man dafür erlangen könnte. Ich sag mal so, der eine freut sich, ich freue mich auch, dass ich es los bin. Und von daher kann man so sehen, Win-Win-Situation kann man so oder so sehen, ne? Weil ich habe ja echt krassen Verlust gemacht. Mich stört es jetzt nicht so, aber naja. Es ist trotzdem ärgerlich. So, stinkender Pelz. Was brauchen wir eigentlich noch? Okay, Bogenschütze brauchen wir noch. Zwei Pilze brauchen wir noch. Dann machen wir noch schnell. So, dann haben wir Bogenschütze Nummer 1. Zack, zack. Und da hinten ist Nummer 2. Und auf dem Weg machen wir nochmal den hier. Und den anderen bestimmt ja auch. Gewöhnlicher Giftpilz. Oh, das ist aber langweilig, dass ich den bekommen habe. Das wollte ich nämlich gar nicht. Zack, weg mit dir. Und natürlich, aber wie auch, warum auch nicht? Natürlich 5 an der Zahl. So, und auch diese Quest haben wir absolviert. Sehr schön. So, irgendwie habe ich Schnupfen. Das ist echt nervig, weil Heizung ist nicht auf. Quatsch. Dings ist nicht, Fenster ist nicht auf und so, von daher. Egal, sei es drum. So, wir brauchen noch, glaube ich, einen Pilz. Brauchen wir noch einen Pilz? Ich glaube ja. Den werden wir auch, uns auch noch holen und ich werde auch, wenn wir hier in Ruhe hier irgendwo rumstehen können, dann werde ich auch mal hier ganz entspannt mal eben fix die Quest abgeben. Und die Fledermäuse können wir. Wollen wir die jetzt machen oder will ich die später machen? Ich weiß das nämlich gar nicht. Guck mal hier. Trockenes Holz. Das sieht doch mal sehr gut aus. Und haut doch mal ab. Zack. So, ein Wüstenpilz. Ich glaube, einen brauchen wir noch. Und die Arche und so, die brauchen wir noch später. Guck mal, hier haben wir die Quest auch fertig. Sehr gut. Ich glaube, die habe ich auch sehr, sehr selten gemacht. Weil, ganz ehrlich, wer sammelt schon freiwillig irgendwelche Pilze? Normalerweise braucht man das ja gar nicht. Aber naja, ey, sei es drum. So, was ich mir auch gerne eigentlich mal machen wollen würde, wäre auch ein Kleriker, aber ganz ehrlich, auch Kleriker alleine, es ist schon echt ein hartes Stück Arbeit. Ich meine, das würde ich auch, würde ich mir auf mich nehmen. Aber ganz ehrlich, das ist ja schon irgendwie hart, ne? Eine neue Quest, sehr gut. Eine epische Quest fertig, wunderbar. Und der Brief der Rebellion ist auch an dich abgegeben. Sehr gut. So, ihre Freundschaft 2. Alter Saft. Schade. Kriegt man den hier oder? Ja, klar. Wie cool. Ja, Fledermaus mache ich später, ganz ehrlich. Mache ich später, obwohl das bietet sich. Ah, komm, dann machen wir das doch jetzt. Das bietet sich eigentlich ganz gut an.
Alter Saft, sehr gut. Guck mal, das ist nämlich eine Schatzkiste. Eine Schatzkiste. Hatte ich schon lange nicht mehr. Hallo. So. Bestienzahn. Ich glaube, Bestienzahn braucht man auch irgendwie, aber... frag mich nicht, wann und wie auch immer. So, wir haben ja schon 67% wieder. Es ist einfach ein schönes Gefühl. Es ist nicht mal ein P-Server. Genau, das hatte ich eigentlich erzählt. Ich habe mal ein P-Server gespielt. War das freiwillig? Ja. Und warum das Ganze? Ganz einfach. Ich wollte unbedingt mal... Ach, guck mal, hier ist eine... Ich wollte unbedingt gerne mal, in den Genuss... in den Genuss kann man nicht richtig sagen, weil so richtig... Gut, geil, bombastisch fand ich es jetzt nicht. Ich fand es interessant. Den Server, den ich getestet habe, brauche ich jetzt nicht erwähnen. Mache ich ein anderes Mal. Aber... Ach, guck mal, hier brauchen wir was anderes. Aber ich sag mal so, ich habe mir es ein bisschen anders vorgestellt. Ich habe es halt bis, glaube ich, Level 60 oder so gemacht. Lustigerweise, was ich schon sagen kann, man brauchte bei diesem P-Server gar kein Dings machen. Gar keine Jobquest, die hat man gleich am Anfang gemacht, das fand ich sehr interessant und ich habe dann gedacht, hey, ja, wie ist denn das, ich mag, warum sage ich immer das und so, berlinerisch, ich bin auch gar kein Berliner, wie ist das denn, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich hatte glaube ich einen Joker gemacht, wenn ich jetzt zum Beispiel das und das machen möchte, ich möchte jetzt zum Beispiel Clown spielen, aber kannst ja nachher gar nicht. Ja, was soll ich sagen, das hat das Spiel gar nicht gejuckt. Das Spiel war irgendwie so, das war die Einstellung, war irgendwie so getroffen worden, dass das eigentlich egal war. Du konntest alle Waffen nehmen, das fand ich ziemlich cool. Und weil ich erzählte, dass mein Bruder das ja mal gemacht hatte und ich jetzt ja auch, jetzt mittlerweile ja auch mal gespielt habe, getestet habe, in Geld konnte man damals, glaube ich, meines Wissens nach komplett anders. Er hat da, glaube ich, immer nur El Ruhe hergestellt. Und ja. Da hat er echt Geld gemacht damit. Weil, was ich jetzt gesehen habe, das war irgendwie komisch, weil. Irgendwie. Hatte ich da kaum Geld. Es gab da irgendwie solche Drops. Also, was ich auch sagen muss, den Server habe ich nicht. Habe ich nicht mehr. Das habe ich nämlich gelöscht. Weil ich habe da irgendwie immer eine Meldung, wenn ich den PC anmache. Ja. Und da habe ich gedacht, durch dieses ist es weg. Aber hey, egal. Das wird schon alles richtig sein. Ne? Naja. So. Fledermäusis brauchen wir noch. Ah, guck mal, hier ist noch eine neue Karte. Mit Mana, das ist auch echt interessant, dass ich so Mana gar nicht drauf achte. Oh mein Gott. Eine neue Karte, sehr, sehr gut. So, wir brauchen, wie viel brauchen wir noch? Zwei? Drei Stück noch? Und das andere haben wir schon? Habe ich das denn schon mal? Hä? Okay. Cool, cool, cool. So, egal. 73%, das ist wunderbar. Brauchen wir die noch? Ey, nee, brauchen wir wirklich nicht. Okay. So. Normalerweise könnte man ja rein theoretisch, aber nur rein theoretisch, ja, nochmal ins Verlies. Aber, ja, weiß ich nicht, das bringt mir jetzt nicht viel außer Schmuck höchstens. Weil Setteile, ganz ehrlich, brauche ich nicht. Ich habe jetzt zwar ein Hemd und so, das ist auch schön, weil es plus 6 ist und aus hat. Aber aus ist halt nicht der Rede wert, weil das ist so ein geringer Bonus, dass sich das gar nicht lohnt zu erwähnen. Das ist schon echt schwach und ich mache echt schon viel Crit. Das ist sehr, sehr schön. So, Fledermaus. Fledermaus. Und... Die Fledermaus. Sehr gut. Sind wir nicht in der Wab? Schade. So, kennt uns Eisvivi. Oh, sehr gut. Dann kommen wir also jetzt in noch nicht. Wir müssen nämlich nochmal brennender Hügel oder so müssen wir nochmal gehen. Ach nee, jetzt sind wir.